Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout und 4. Und wieso haben wir zwei Quests? Weil ich einen Ort markiert habe. Achso. Okay, gut. Huch. Hä? Okay. Ja, wir. Jetzt war ich aber verwirrt gerade. Gehen mal nach Sanctuary. Hä? Was wird das denn? Ja. Vance nutzen wir auch irgendwie nie, ne? Kann das sein? Was wahrscheinlich daran liegt, dass man die Ziele direkt sieht und es höchstens sinnvoll ist, so wie in Skyrim mit so einem Zauber, aber durch das Vance ist das halt irgendwie kacke. Mit sich den Weg anzeigen lassen. So, Garvey. Hey. Die Minutemen haben einen Lauf. Ich habe der Siedlung geholfen, zu der du mich geschickt hast. Und habe dabei gleich den Weg für eine neue Siedlung geebnet. Das sind fantastische Neuigkeiten. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald das ganze Commonwealth von den bösen Jungs befreit. Ja, das ist ja super. Man denkt, man ist sicher, aber man ist es nicht. So kriegen sie einen immer. Mhm. Scheint wirklich was zu werden. Ja, finde ich ja gut. So. Mais kann ich auch noch mitnehmen. Weißt du was? Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Achso. Das war das. Ja. Gut. Achso, hier, falls ihr euch wundert, das habe ich aus dem Lager bei der Burg mitgenommen. Gefährliche Gedanken. Achso. Das könnte ich theoretisch machen. Oder? Das könnte ich auch machen. Oder ich mache mal die Nebenquests. Ich bin fast für die Nebenquests. Ich konnte das Combat Zone. Das? Ist das nicht die Combat Zone? Kommen wir irgendwie logischer vor. Naja, ich gehe erstmal noch gut nehmen. Ich muss ein bisschen verkaufen. Nämlich ich das vor Kriegsgeld hauptsächlich. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam, dass ich plötzlich so viel. Also, dass es so viel war. Ich habe es halt wirklich nicht gecheatet. Keine Sorge. Da würde ich mich jetzt selbst mit betrügen. Ich habe ja Geld. Das ist ja nicht das Ding, aber. Oder ist das so, dass man dieses, man hat ja, man produziert dadurch irgendwelche Sachen in der Stadt, produziert man ja Geld, so. Klar, ich schau mal, was du hast. Und, war da nicht irgendwie auch so was dabei, dass, es könnte das, ich weiß es nicht. So, ja. So, schon besser. Und mir echt viel, ja, mir ist das ein Kack. Hält alles, garantiert. Ja. So. Ja, also kein wenig Geld. So. Dann gehe ich noch zur Burg. Wo ich mir das könnte ich mal gleich machen. Ich habe nämlich, als ich das gesehen habe, ich habe die Sachen, ihr habt das ja gesehen, bei Somerville Place habe ich ja alles abgerissen wieder. Habe ich auf Screen gemacht, das fand ich jetzt nicht so wichtig und spannend, dass man das unbedingt sehen muss. Und habe ich die Sachen hier halt reingepackt. Und dabei habe ich hier halt ein bisschen geguckt und gesehen, das sind ja Sachen, war hier dieses Wasser zum Beispiel. Ich wusste nicht, dass ich so viel Wasser habe. Das, aber das kommt von der Wasserproduktion, das weiß ich. Halt hier nämlich genauso wie dieser Brennstoff. Das sind halt Sachen, die ich hier gar nicht verwenden kann.
hier Dandyboy-Äpfel. Halt, wo keine Ressourcen drin stecken. Die kann ich direkt rausnehmen und verkaufen, nämlich. Holz. Kleberknochen. Alles leer. Mais hier auch. Wobei, der Mais ist bestimmt auch welchen, den die hier anbauen. Kann ich mir vorstellen. Mob. Ja, Raketen. Entschuldigung. Seifen, ich habe 8 Seifen. Whisky. Brauche ich ja auch nicht. Wodka hier auch nicht. So, der Rest ist, glaube ich, mit Sachen, die ich. Ja, ich sag mal, ne? Sinnvoll halt nutzen kann. Spätestens Beton und Holz brauche ich ja für. Ich möchte ein paar Vorräte für unterwegs. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpacks entbehren. Wir wissen ja, ne? Wie das ist. So, hier. Ich bin hier relativ gut mit Mais und Fleischkürbis ausgestattet zurzeit. Deswegen ich das. Ich sag mal, die normalen Sachen wegwerfen kann. Hier, Wodka und so kannst du sowieso wegwerfen, dann brauche ich nicht. Und dann verkaufe ich noch die Munition. Und 2 Patronen. Und da bleibt sogar noch ein bisschen was für. Oh, ich habe gleich eine neue Quest. Ja. Ein einfaches Leben ist das nicht. Nö. Hi. Hi. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebraucht ja. hast. Ja. Man könnte nicht schneller reden. Großartig. So. Oh. Oh. Okay. Gut. Das haben wir. Gehe ich in die Combat Zone. Ach, ist doch. Ach, war ich noch nie. Ach so. Ach, da. Ach so. Ach, guck mal. Ja, weil diese Nebenquests habe ich auch bestimmt. Seit wie lange habe ich die jetzt links liegen lassen? Seit 20 Folgen? Würde ich schon schätzen, oder? Falls ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Ja. Nach 7 Minuten und 55 Sekunden. Ob da noch jemand guckt. Ja, doch. Also, meine Fallout-Folgen haben ja tatsächlich Aufrufe so im Bereich 6 bis 8 Aufrufe. Einer ist immer von mir, weil ich. Beim Hochladen ist das wohl irgendwie, dass man sich die selbst einmal anguckt oder so. Oder wenn man hier auf den Bearbeiten-Button nämlich klickt. Und das mache ich ja. Ich lade die einmal hoch per Handy, ne? Da mache ich dann nichts dran. Und an PC mache ich dann Thumbnail rein und die Textbeschreibung und alles, ne? Was dazu gehört. Halt. Dabei kriegt man angeblich anscheinend irgendwie einen Aufruf oder so. Und der nächste Nachruf. Was ist denn? Ja, Piper ist einfach an der Bushaltestelle. Oh. Huch. Das fängt ja gut an. Huch. Leute schießen. Wo seid ihr denn? Ach, da direkt vor mir. Ach, das ist ja gut. Ich mach mal deinen Kopf weg, ne? Danke. Das Spaß jetzt bei. Das. Jetzt ist der Witz kaputt. Da sparst du dir das Paracetamol. Das weiß ich gerade gar nicht. Ist Paracetamol. Das ist ja kein. Nee, das ist ein. Ja, ich sag mal. Trivialname für ein Medikament. Aber kein Markenname, ne? Hallo. Tschüss. Oh, wo fliegt die denn hin? Was ist denn mit der los? Was ist denn mit der falsch? Was ist das denn?
Da fliegt sie davon. Ja. Interessant. Boah, ich habe irgendwie Lust darauf, ein Red Way zu nehmen. So, dann kann ich nämlich noch ein Flaschenkürbis essen. Weil dadurch, dass wir halt jetzt nicht mehr durch die Nahrung Sachen aufnehmen, nehmen wir auch deutlich weniger radioaktive Strahlung auf. Das habe ich ja schon festgestellt. Ein Pulowski-Selbstschutzbunker. Ist da irgendwas drin? No. Da ist ein Klo drin? Es muss irgendwie ekelhaft sein. Ein Klo und ein Defi? Habe ich es richtig gesehen? Immer auf Nummer sicher gehen. Okay. Ich bin da. Oh, ich liebe ja übrigens diese Metallknarrgeräusche hier immer. Das finde ich richtig geil. Aua. Na, dann nehme ich lieber den Torso. So, letzter Schuss, letzter Kill. Ja, jedoch. So. Ich sehe einen hohen Verbrauch an. Jetzt habe ich das Ding mitgenommen. An diesen Kuchen oder was das da ist, incoming. Oh. Da werde ich ja doch noch beschenkt. Das ist ja nett. Muss ich niesen? Meine Güte. Was ist das denn? Was? Aua. Es ist ja irgendwie ekelhaft. Kann ich hier runterspringen? Komme ich dann wieder hoch? Ja. Das ist irgendwie komisch hier. Ich verstehe es nicht so ganz. Und wo fahre ich jetzt hin, wenn ich nach... Echt nach oben? Ach klar. Das, ja, da wo ich dann da rauskomme. Ja, natürlich. Ja, das ergibt Sinn. Erschrecke mich doch bitte nicht so. So, Psycho. Da ist noch mehr. Ach ja, die Dächer von Boston. Das ist super, ne? Du kannst da drauf wahrscheinlich. Du kannst auf die Dächer. Du kannst überall drauf. Das finde ich halt so mega geil. Dass man hier überall drauf kann. Nehmen wir die Treppe, ne? Ja. Nice. Ja, aber das haben sie echt gut gemacht. Also das ist, da muss man wirklich den besten Lob aussprechen für diese Gestaltung, sage ich mal. Ein zerrissener Brief. Kronkorken. Sonst nichts Besonderes. Da ist ein Haus, in das ich rein kann. Aha. Der Boylston Club. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Na toll, man hört Gegner. Man hört, glaube ich, tierische Gegner, wenn ich mich nicht so täusche. Ich höre ein Radio. Ein Klassiker-Radio. Wahrscheinlich hilft gerade irgendwie Bayern 2 oder so. Was ist da denn gewesen? Ein Clipping-Fehler.
So, was habe ich denn hier gehört? Oder habe ich wirklich nur die Gebeine gehört? Eine Golduhr, die nehme ich einfach mal mit. Was ist hier passiert? Ist das irgendwie... Vielleicht macht das Terminal. Vielleicht sagt das ja mehr. Die Ho... Alles klar. Die Bolzen Club Mitgliedschaftsbestimmung. Das ist bestimmt so ein elitärer Club, denke ich mal. Mitgliedschaftsrichtlinien. Die Ehre der Mitgliedschaft im Bolzen Club wird folgenden Personen zuteil: derzeitigen und ehemaligen Präsidenten, Vizepräsidenten, Senatoren und Richtern der Vereinigten Staaten, derzeitigen und ehemaligen Gouverneuren und stellvertretenden Gouverneure des Commonwealths von Massachusetts, den ehrlichen männlichen Nachfahren von Mitgliedern, anderen distinguierten Gentlemen von sozialer oder intellektueller Bedeutung nach Vorschlag zur Aufnahme und Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrags von $500,000. Okay, elitär sind vielleicht ein bisschen untertrieben gewesen sogar noch. Veranstaltungskalender. 5.10.77. Kanadische Zigarren. Modeerscheinung oder nicht? Eine Verkostung nur für Mitglieder mit Tabakexperte Richard Glazier. 16.10.77. Ein Abend mit dem stellvertretenden Gouverneur Graham. 7 Gänge Festpreismenü mit anschließender Spirituosenverkostung. 21.10.77. Die rote Gefahr. Weine aus Asien. Monatliche Verkostung mit Sommelier Lincoln Thomas. 30.10.77. Besonderes Event. Besonderer Event. Was? Ging das? Gedächtnisgala. Kostenloses Essen und offene Bar für alle Mitglieder, die es zum Club schaffen. Ein letzter Toast um Mitternacht. Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem Handzettel. Safe-Steuerung. Ja, wir machen den mal auf. Würde ich sagen. So, was haben wir denn noch? Band abspielen. Wir schließen gleich, Gentlemen. Was? Wir schließen gleich, Gentlemen. Wenn es sich jemand von Ihnen anders überlegt hat, ist es jetzt an der Zeit zu gehen. James wird Sie nach draußen begleiten. Niemand? Sehr schön. Gentlemen, es war mir eine Ehre. Bevor wir anstoßen, möchte ich einen letzten Toast aussprechen. Auf die Welt, wie sie war. Die Menschheit wird nie wieder etwas Vergleichbares sehen. Interessant. Oder habe ich das jetzt gerade... ich lasse es nochmal ablaufen. Wir schließen gleich, Gentlemen. Wenn es sich jemand von Ihnen anders überlegt hat, ist es jetzt an der Zeit zu gehen. James wird Sie nach draußen begleiten. Niemand? Sehr schön. Gentlemen, es war mir eine Ehre. Bevor wir anstoßen, möchte ich einen letzten Toast aussprechen. Auf die Welt, wie sie war. Die Menschheit wird nie wieder etwas Vergleichbares sehen. Ah, okay, dann war das doch zu Ende. Ja, das ist einfach hier mein Club der Präsidenten und ähnlich. Was kann man mal machen? Das war wahrscheinlich Nixon und hier haben wir Bush und Trump und Obama. Ist schon lustig. Ne, das dürften alles Präsidenten der Vereinigten Staaten dann sein. Oder Gouverneure und... Das sind ja alles relativ, ich sag mal, wichtige Menschen. Also okay, jeder Mensch ist wichtig, aber... politisch bedeutsame ist vielleicht der passendere Begriff. Aber wo ist dieser Scheiß-Safe? Soll hier sein, irgendwo? Hände vor deine Loge? Nee, da ist es nicht.
Ja, das ist ja halt nirgendwo, das Ding. Kommst du? Ja, kommst du eben nicht. Ja. Keine Ahnung, wo der ist. Digga. Safe. Macht aber nichts. Wir machen jetzt einen Cut. Bis zum nächsten Mal.